Hallo und willkommen auf meinem Kanal Cash Invest. Heute mit einem ganz aktuellen Thema: Wie schütze ich mich vor Inflation? Die Diskussion über die Inflation ist momentan sehr lebhaft. Unter Inflation verstehen wir eine Verminderung des Geldwertes oder eine Steigerung des allgemeinen Preisniveaus. Wächst die Geldmenge in einem Land schneller als die Produktion, steigt die Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen an. Dadurch erhöhen sich schließlich die Durchschnittspreise. Hier am Preis von Benzin dargestellt. Momentan zahlst du 1,70 pro Liter Benzin. Eine Preissteigerung könnte dazu führen, dass du zukünftig sogar 1,8 Euro zahlen müsstest. Die Inflation wird ermittelt, indem ein volkswirtschaftlicher Warenkorb erstellt wird. Die Preise der erhaltenen Waren und Dienstleistungen werden ermittelt und mit den Preisen der Vorjahre verglichen. Ein gesundes Wirtschaftswachstum geht mit einer Inflation einher. Eine Inflationsrate von bis zu 5% pro Jahr ist normal und nicht bedrohlich und wird als gesunde Inflation bezeichnet. Ist die Inflation allerdings höher, verlieren die Menschen das Vertrauen in die Währung und legen ihr Geld in Sachwerte an. Aktuell ist die Angst vor einer Inflation sehr weit verbreitet, vor allem wegen der expansiven Geldpolitik zurückzuführen auf Corona. Die Europäische Zentralbank erhöht ihr Rettungsprogramm zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie um 500 Milliarden Euro auf 1,85 Billionen Euro. Das Geld soll bis 2022 in den Kauf von Staats- und Unternehmensanleihen fließen. Die USA verabschiedete ein billionenschweres Corona-Hilfspaket im Umfang von 1,9 Billionen Dollar. Ein Zusammenhang ist klar. Steigt die Geldmenge, so steigen vielfach auch die Preise für Waren und Dienstleistungen an und dein Geld könnte an Wert verlieren. Wie sollst du jetzt darauf reagieren? Schauen wir die Geldwerte an. Liegt das Geld auf der Bank, bleibt die nackte Zahl abgesehen von den Zinsen unverändert. Durch die Inflation kann man dann praktisch dabei zusehen, wie sich der Wert verringert. Konto oder Sparguthaben scheiden als langfristige Anlageart aus. Auch festverzinsliche Anleihen sind problematisch. Kommt die Inflation, steigen die Zinsen und dementsprechend sinken die Preise von festverzinslichen Anleihen. Wie Anleihen funktionieren, habe ich bereits in einem Video festgehalten. Dies ist oben rechts verlinkt. Bei einer Inflation lohnen sich Anlagen in Sachwerte, wie beispielsweise Immobilien, Rohstoffe oder eben auch Aktien bzw. Aktien-ETFs. Aktien werden somit als guter Inflationsschutz empfohlen. Derart verallgemeinert ist diese Aussage zwar mit Vorsicht zu genießen, dennoch hat sie einen wahren Kern. Zunächst muss aber klar sein, dass nicht alle Aktien denselben guten Schutz vor einer steigenden Inflationsrate bieten. Es kommt vielmehr darauf an, verschiedene Kriterien bei der Auswahl der Aktien zu beachten. In einem einigermaßen inflationssicheren Depot sind Aktien von Unternehmen im Vorteil, die ihre Preise schnell anpassen können, um im Idealfall über eine gewisse Preisdurchsetzungsmacht verfügen. So ist es beispielsweise empfehlenswert, auf Aktien von marktführenden Firmen zu setzen, beispielsweise wie Nestle, Johnson & Johnson, Procter & Gamble oder Unilever, die täglich gebraucht werden. Zudem verfügen deren Marken über eine starke Marktstellung, dass die Unternehmen die Inflation direkt an die Kunden weitergeben können, mittels Preiserhöhung. Der Verschuldungsgrad spielt ebenfalls eine zentrale Rolle. Da die Inflation mit steigenden Zinsen einhergeht, reagieren Firmen mit einer tiefen Verschuldung weniger stark auf steigende Zinsen. Problematischer sieht das bei reinen Wachstumstiteln aus, wenn eine Inflation tatsächlich kommt. Dies gilt insbesondere für Firmen, in denen noch viel Zukunftsmusik steckt und noch kein Geld verdient wird. Diese Unternehmen brauchen oft viel Kapital für ihre Investitionen, welches sich bei inflationären Tendenzen verteuern kann. Sobald sich eine Inflation andeutet, kommen am Markt umgehend Spekulationen auf, dass die Notenbank die Zinsen erhöhen könnte. Ob das dann wirklich der Fall sein wird, ist schon fast nebensächlich. Wichtig ist, dass der Markt diese Gefahr zumindest in Teilen einpreist und damit hoch bewertete Wachstumsaktien unter Druck setzt. Als Extrembeispiel wären hier Unternehmen zu nennen, die ausschließlich im Wasserstoffsektor aktiv sind, wie etwa Plug Power, Ballard Power oder Nail. Für diese Firmen macht es einen großen Unterschied, ob die Kapitalbeschaffung 1, 2 oder sogar 3% mehr kostet.
Für Unternehmen, die einen starken Verschuldungsgrad aufweisen, gilt natürlich genau dasselbe. Was wichtig bei Inflation ist, dass ihr wirklich auch hier breit aufgestellt seid, mittels ETFs oder Fonds, und nicht zu stark auf gehypte Themen setzt, sondern wirklich breit diversifiziert seid. Also wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte den Kanal abonnieren, dass ihr nichts verpasst, und ich freue mich auch über jeden Like.